Submix, Bassmix, VCA-Fader, Stereo-Out, Gruppen und Masterfader. Was bedeuten diese Routing-Optionen und welche solltest du für welchen Zweck benutzen? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal nennst du Musikproduktion in Logic Pro. Die verschiedenen Routing-Optionen, die ich dir gerade eingangs erwähnt habe, verwirren viele User, insbesondere wenn du noch nicht so lang mit dem Mischen, mit Logic oder in irgendeiner anderen DAW beschäftigt bist. Ich versuche dir in diesem Video die Unterschiede zwischen den einzelnen Optionen näher zu bringen. Ein paar Sachen sind ein bisschen Logic-spezifisch, aber dennoch sollte dir dieses Video weiterhelfen, egal in welcher DAW du arbeitest. Und wir fangen gleich an mit Beispiel Nummer 1 und dazu zoomen wir hier in unseren Mixer rein. Und das ist der Submix oder Bassmix. Was du hier siehst, ist einfach eine Schlagzeugspur und hier siehst du die unterschiedlichen Spuren, die aufgenommen worden sind. Also die Kickdrum, Subkick, Snare Drum, Toms, Overheads und so weiter. Und das Problem hier ist jetzt, dass du lauter Einzelspuren vorliegen hast. Und bei Drums macht man es ganz gern so, dass man die Drums als Einzelinstrument sieht und auch gerne jetzt zum Beispiel einen Kompressor oder einen Equalizer oder auch einen Reverb auf den kompletten Drum-Bass, also auf die Drum-Gruppe, das komplette Schlagzeug einsetzt. Und dafür ist dieser Submix oder Bassmix da. Und in Logic geht das jetzt so, dass ich hier einfach alle Spuren markiere und anstatt jetzt hier auf den Stereo-Out zu gehen, das ist in Logic jetzt der Master-Fader, das heißt, alle Drums kommen jetzt über den Stereo-Out raus, schicke ich ihn jetzt auf eine Gruppe oder auf einen Auxiliary Channel, so nennt man das auch. Das ist zu Deutsch ein Hilfskanal oder Gruppenkanal oder Submix oder Bassmix. Es gibt auch verschiedene Begrifflichkeiten, was das Ganze noch ein bisschen verwirrender machen kann. Was du jetzt hier siehst, ist, dass sich die Ausgabe hier verändert hat. Das heißt, ich schicke jetzt diesen Drum Bass hier oder die Drumgruppe nicht auf den Stereo Out oder Master Fader, sondern auf den Aux 1, auf diesen Auxiliary Channel. Und das ist jetzt mein Bassmix oder meine Gruppenspur oder wie du es immer auch nennen magst. Und das bedeutet jetzt, alle Drumspuren gehen jetzt hier durch. Und ich könnte jetzt diesen Auxiliary Channel oder Bassmix hier Drums nennen. Und wenn ich jetzt die Drums hier laufen lasse, kann ich jetzt das komplette Schlagzeug, also alle aufgenommenen Instrumente, auf einmal zum Beispiel lauter oder leiser machen. Ich könnte hier Effekte drauflegen, das heißt, wenn ich jetzt hier einen Equalizer mir reinpacke oder auch einen Reverb oder was auch immer, dann kann ich den kompletten Drumbass mit diesem Equalizer bearbeiten. Das hat jetzt hoffentlich nicht so sehr wehgetan, als ich da um die 500 angehoben habe, aber du solltest ja auch begreifen, um was es geht. Das also ist der Submix oder der Bassmix und den verwendest du hauptsächlich, um dir Gruppenspuren anzulegen, also um eine Instrumentengruppe mit Effekten zu bearbeiten. Jetzt kommen wir zu etwas, was ein bisschen Logic-spezifisch ist. Ich lösche mal diesen Gruppenbus hier wieder und gehe hier wieder auf Stereo Out. Und jetzt gibt es in Logic etwas Ähnliches und das nennt sich Summenstapel. Wenn du jetzt also hier alles markierst und dann hier oben auf Spur gehst und dann auf Spurstapel erzeugen gehst oder den Shortcut, den du ausgewählt hast, dann gibt es hier Summenstapel oder Ordnerstapel. Zum Ordnerstapel komme ich gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal den Summenstapel an. Das habe ich jetzt angelegt und was du jetzt siehst, ist, dass er hier auch so eine Art, naja, wie wir es gerade schon manuell gemacht haben, einen Bus 1 angelegt hat und dass auch hier alle Spuren jetzt durchlaufen. Automatisch hat er wieder alles auf Bus 1 geroutet und alle Spuren jetzt hier von meinen Drums laufen jetzt hier durch. Er hat es jetzt Summenstapel 1 genannt, Sum 1. Ich kann jetzt hier wieder Drums draufschreiben und habe jetzt wieder meine Gruppenspur oder meinen Bassmix. Jetzt kommt die große Quizfrage. Ist dann in Logic ein Summenstapel nicht genau das gleiche wie ein Bassmix oder eine Gruppenspur, wie wir es gerade vorhin gemacht haben? Ja, es ist genau das gleiche mit dem Unterschied, dass dir in Logic jetzt dieser Summenstapel bessere Möglichkeiten zur Organisation, zur Spurorganisation bietet. Wenn du jetzt mal hier beobachtest, siehst du hier diesen kleinen Pfeil. Und wenn ich da drauf klicke, kann ich jetzt diese Spur einklappen. Und du siehst auch oben im Arrangement-Fenster, dass sich die Spur einklappt. Das könnte ich jetzt mit so einer Gruppenspur, die ich vorher manuell angelegt habe, nicht machen. Ja? Das heißt, ein Summenstapel in Logic ist das gleiche wie eine Gruppenspur, Bassmix oder Auxiliary Channel. Allerdings mit dem Vorteil, dass du hier mehr Möglichkeiten hast oder bessere Organisationsmöglichkeiten hast und dass es übersichtlicher ist.
Kommen wir zur nächsten Routing-Option und das ist der VCA-Fader. Ich mache das wieder rückgängig und wenn ich mir jetzt einen VCA-Fader anlegen möchte, hier in Logic muss ich das manuell machen, dann klicke ich einfach hier drauf und gehe auf Channel Strip Komponenten. Das kannst du in jeder anderen DAW auch machen, da ist der Weg nur ein bisschen anders und wähle hier VCA. Und jetzt siehst du, dass hier VCA erschienen ist, also ein neuer Slot, wo ich Channels zuweisen kann. Und ich werde jetzt hier meine kompletten Jumps einem VCA-Fader zuweisen. Und jetzt steht hier einfach neuer VCA für ausgewählte Channel-Strips erstellen. Also machen wir das mal und die nennt er jetzt VCA1. Und der erscheint hier hinten. Das ist jetzt VCA1 oder ich kann ihn einfach umbenennen auf Drums VCA. Was ist jetzt ein VCA-Channel oder ein VCA-Fader? Dieser VCA-Fader kommt aus der Welt der analogen Konsolen und heißt Voltage Controlled Amplifier. Und was du hier sehen kannst, ist jetzt anders als bei einer Gruppenspur, kann ich hier keine Effekte reinladen. Ja? Alles, was ich hier, oder alle Möglichkeiten, die ich hier habe, ist die Spur zu muten, die Solo zu schalten oder sie lauter und leiser zu machen. Was hat das jetzt für einen Sinn und warum solltest du das machen, wenn du doch mit einer Gruppenspur viel mehr Möglichkeiten hast? Es ist relativ einfach erklärt. Wie gesagt, es kommt aus der Welt der analogen Konsolen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine riesige Konsole mit 128 oder mehr Kanälen und hast zum Beispiel jetzt eine Gruppenspur wie Drums oder du hast ein Projekt, wo du 6 Gitarren aufgenommen hast, dann hattest du damals in einer analogen Konsole, musstest du die 6 Gitarren, wenn du sie jetzt leiser machen wolltest oder lauter machen wolltest, musst du mit 6 Fingern auf diese analoge Mischpult zugreifen und musstest die leiser drehen und lauter drehen. Und dabei ist die Gefahr natürlich groß gewesen, dass du dir entweder den Finger verrenkst oder verkrammst oder dass du irgendwas so verstellst, wie du es eigentlich nicht haben wolltest. Und dafür ist der VCA-Fader gut gewesen. Das heißt, du konntest diese 6 Gitarrenspuren oder die Drumspuren oder 6 Streichinstrumente zum Beispiel einem VCA-Fader zuweisen und diese Spuren dann alle lauter und leiser machen, während sie die Lautstärkeverhältnisse untereinander bewahrt haben. Also wenn ich jetzt hier die Drums laufen lasse, kann ich sie lauter und leiser machen oder muten oder solo schalten und sie bewahren die Lautstärkeverhältnisse untereinander. Was jetzt hier technisch in Logic nicht so ganz gut dargestellt ist, ist, was technisch tatsächlich eigentlich passiert, wenn ich diesen VCA-Fader hier laut oder leiser ziehe. Das ist nämlich das. Eigentlich passiert Folgendes, dass du hier, das siehst du jetzt hier, wenn ich diese Fader hier bewege, dann werden alle lauter und leiser. Und du siehst, wenn ich runterfahre, dass sich die Unterschiede oder die Abstände ein bisschen verändern. Das liegt an der Ansichtsoption. Das bedeutet aber nur, sie bewahren die Lautstärkeverhältnisse untereinander und somit kann ich hier das verstellen. Also das ist das, was technisch passiert, wenn du einen VCA-Fader einsetzt. Kommen wir jetzt ganz kurz nochmal zu etwas Logic-Spezifischem, was ich dir vorhin schon gezeigt habe. Und das war dieser ominöse Summenstapel. Ich gebe meinen Shortcut S rein, Ordnerstapel, und lege jetzt einen Ordnerstapel an. Ich erzeuge auch den hier wieder. Und jetzt habe ich hier einen Ordnerstapel angelegt. Der ist mir automatisch eingeklappt. Und was du jetzt hier siehst, ist Sub 1. Und auch der sieht wieder so ähnlich aus wie der VCA-Fader, den wir gerade angelegt haben. Jetzt nochmal die Frage, wie vorhin beim Summenstapel schon auch, ist das jetzt das gleiche wie ein VCA-Fader? Du siehst hier, ich kann also auch nur lauter oder leiser machen, muten oder solo schalten. Und meine komplette Gruppe wird hier drauf geroutet, siehst du auf Sub 1. Und auch die Farbe sieht verdächtig nach VCA-Fader aus. Die Antwort ist also auch hier wieder ja, ein Ordnerstapel in Logic ist das gleiche wie ein VCA-Fader. Auch hier wird er mit dem Unterschied, dass du ihn einklappen kannst und somit eine bessere Übersicht hast. Und das ist auch schon alles, was ihn von so einem VCA-Fader unterscheidet. Die nächste Möglichkeit, mehrere Spuren oder auch nur Einzelspuren zu bearbeiten, sind Sends. Das heißt, du kannst Sends anlegen, die du wiederum auf Auxiliary Channels routest und da einen Effekt drauflegst, zum Beispiel Reverb. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier dieses Drumset und es klingt ein bisschen trocken und ich möchte jetzt für dieses komplette Drumset ein bisschen einen Raumhall anlegen. Zum einen könnte ich das jetzt natürlich machen, wie es vorher schon gemacht hat, indem ich mir so eine Gruppenspur anlege oder einen Hall einfach draufklatsch, komplett auf den Kanalzug.
Bei solchen Effekten wie Delay oder Hall macht man es aber so, dass man sich tatsächlich einen Auxiliary Channel oder Hilfskanal nur für den Effekt anlegt, weil du dann mehr Kontrolle über diesen Effekt hast. Also, ich möchte jetzt einen Raumhall für dieses Drumkit anlegen und dazu lege ich jetzt einen Send an oder einen Bus. Ich nehme hier wieder Bus 1 und was hier passiert ist genau wieder das gleiche. Du siehst, er legt mir einen Auxiliary Channel an und den nenne ich jetzt Drum Hall oder Drum Reverb und jetzt kann ich hier ein Reverb drauflegen. Ich lade mir hier einfach ein Logic Internals Reverb rein, das ist der Space Designer zum Beispiel und wir suchen uns hier einen Raumhall aus, der zu den Drums passt. Big Drums nehme ich immer ganz gerne dafür. Dadurch, dass er jetzt ein Auxiliary Channel ist oder dieser Hall auf einem Auxiliary Channel liegt, drehe ich das Wet-Signal ganz nach oben. Und jetzt kann ich jedes einzelne Instrument diesem Hall zuweisen. Was also passiert bei einem Send, ist, dass du eine Kopie der entsprechenden Spur an einen Auxiliary Channel sendest und diese mit Effekt bearbeiten kannst. Und zwar so viel, wie du möchtest, indem du den Send hier hochdrehst. Also mit so viel Effektanteil, wie du möchtest. Wir können mit der Kickdrum anfangen. Wenn ich den jetzt hier hochdrehe, diesen Bus 1, dieser Bus 1 ist praktisch wie eine Schiene, die zu diesem Auxiliary Channel, der Bus 1 heißt, führt. Und jetzt kann ich hier schrittweise den Send hochdrehen und damit bestimmen, wie viel Hallanteil ich für die Bassdrum möchte. Und du hörst den Hall und das kann ich jetzt für alle Instrumente natürlich machen. Ach nee, das war die Sub, zum Beispiel Snare Drum. Und so kann ich jetzt bestimmen, wie viel Hall ich für die einzelnen Drum-Instrumente haben möchte. Nochmal. Ohne Hall. Mit Hall. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit und das sind Gruppen. Die ist auch hochinteressant und auch die können dir sehr viele Optionen beim Mixing eröffnen und können dir das Mixing vor allem sehr erleichtern. Du siehst hier den Slot Gruppe, hat jede DAW. Und wenn ich jetzt hier eine Gruppe anlege für meine kompletten Drum-Instrumente oder für welche Instrumente ich auch immer möchte, kann ich eine auswählen. Ich nehme jetzt Gruppe 1. Und du siehst, alle Spuren, alle meine Drumspuren oder welche Spuren ich auch immer auswähle, werden jetzt Gruppe 1 zugewiesen. Das heißt, sie befinden sich in einer Gruppe. Und jetzt kann ich hier, bei Logic ist es hier links oben, bei anderen DAWs höchstwahrscheinlich woanders, auswählen, welche Bearbeitungen für diese Gruppe gemeinsam gemacht werden sollen. Und das ist natürlich super geschickt, denn ich kann jetzt genau festlegen, was möchte ich hier gemeinsam steuern. Ich kann zum Beispiel, was ich jetzt automatisch schon gemacht habe, ist Volume und Stumm. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kick stumm schalte, werden alle anderen Spuren auch stumm geschaltet, weil sie sich ja in der gleichen Gruppe, in Gruppe 1 befindet und ich hier ausgewählt habe, stumm geschaltet. Wenn ich hier Solo auswähle, dann passiert nichts, weil du siehst, hier Solo ist also nicht ausgewählt. Wenn ich das möchte, wähle ich hier Solo aus und zack, sobald ich die Bassdrum Solo schalte, werden alle anderen Instrumente der Gruppe auch Solo geschaltet. Insbesondere eignen sich Gruppen für Drums-Bearbeitung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Automationsmodus gehe oder auf Bearbeiten, wenn ich Spuren zum Beispiel gemeinsam quantisieren möchte, dann siehst du hier, wenn ich jetzt eine Automation einzeichne für eine Spur, wird diese Automation in allen anderen Spuren auch eingezeichnet. Klassisches Beispiel für Drums, ich möchte, dass die jetzt zum Beispiel im zweiten Vers leiser sind, dann mache ich das und habe alle Spuren auf einmal leiser gezogen. Dafür eignet sich das super. Gruppen sind also insbesondere dafür geeignet, die Parameter mehrerer Spuren gleichzeitig und gleich zu bearbeiten. Übrigens, um Gruppen bearbeiten zu können, musst du natürlich erstmal eine Gruppe haben. Das heißt, du musst erstmal eine aufgenommene Spur haben. Zum Beispiel gut aufgenommene Drums, gut aufgenommene Gitarren oder eine gute Vocalspur. Und wenn du dir da noch unsicher bist in deinem Homestudio, wie mikrofoniere ich Drums richtig, wie mikrofoniere ich einen Gitarrenamp, wie arbeite ich mit meiner Sängerin so zusammen, dass ich eine gute Aufnahme bekomme, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da erkläre ich dir genau mein System, wie ich jederzeit Top-Tonaufnahmen mache. Und zwar im Homestudio, nicht in einem großen Studio, sondern im Homestudio. Wie mikrofonierst du Drums, Gitarren, Amps,
Wie organisierst du den Aufnahmetag mit deiner Sängerin und so weiter? Also das PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme, unbedingt empfehlenswert. Unten im ersten Kommentar habe ich es angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Option. Und das ist natürlich, du kannst diese ganzen Routing-Optionen auch miteinander kombinieren. Hier nur mal ein kleines Beispiel. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel für meine ganzen Trommeln bei diesem Schlagzeug hier einen VCA-Fader anlegen. Okay? Das heißt, ich mache es wie hier. Ich nehme hier einen neuen VCA-Fader und das wären jetzt meine Drums, also die Snare-Drum, die Bass-Drum, die Toms und so weiter. Und ich könnte mir jetzt für meine Overheads einen weiteren VCA-Fader anlegen, falls ich die mal alleine abhören möchte. Nenne ich die jetzt mal OH. Jetzt ein einfaches Beispiel, aber einfach mal aus der Praxissituation. Das heißt, ich kann jetzt nur meine Trommeln abhören über diesen VCA-Fader 1, Drums. Und ich kann mir nur die Overheads anhören. Und kann sie natürlich auch so zusammenmischen, wie es mir gefällt. Wenn ich die Overheads jetzt leise mache, lasse nur die Drums laufen und mache dann die Overheads, kann ich dann so dazu mischen, bis es passt. Des Weiteren könnte ich jetzt natürlich noch eine Gruppe anlegen, nur für die Kick und die Subkick oder nur für die Toms. Oder ich könnte mir jetzt noch einen Aux anlegen für die Kompression oder eine Gruppenspur für die gesamten Drums, um die zu komprimieren und so weiter. Also solche Routing-Möglichkeiten eröffnen dir wahnsinnig viele Möglichkeiten und wahnsinnig viel Luxus beim Abmischen, vor allem dann, wenn du sie miteinander kombinierst. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Welche Routing-Optionen benutzt du am liebsten, auch in deiner DAW? Oder gibt es in deiner DAW oder in anderen DAWs vielleicht bessere oder übersichtlichere Routing-Möglichkeiten? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Falls du mal zuschauen möchtest, wie ich so ein komplettes Drumkit hier abmische, dann empfehle ich dir dieses Video. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Ich schicke dir viele Grüße aus Alicante. Bis dann.